Also Swisskills ist so zu Buchs, jetzt geht es nachher ab nach Köln, gell, mit der besten Dreigabe und nachher nach Shanghai oder so. Richtig. Was für Chancen haben wir dort? Wir haben sicher gute Chancen. Ich muss aber sagen, mit den Kandidaten, die hier arbeiten, gehen wir nachher dann eine weitere Europameisterschaft. Das ist die Selektion für Köln EM und Shanghai WM. Die sind schon gemacht worden mit Vorgängern von denen. Aber wir Schweizer sind sicher immer voll in der Weltspitze mit dabei. Weil ja, wir haben ein gutes Berufsbildungssystem mit einem dualen Berufsbildungssystem. Und ich denke, wir trainieren Kandidaten auch richtig gut und sind eigentlich auch mit den Zimmerleuten immer vorne mit dabei. Gutes Training, aber kurzes Training natürlich. Wir sind Generalisten. Ein Zimmermann muss heute alles Mögliche können, oder nicht nur gerade diese Sachen hier. Die Ausländer natürlich trainieren manchmal ganz gezielt auf das her und sind dann natürlich bei diesen Competitions auch ein bisschen weiter vorne. Also wäre es noch sinnvoll, etwas da auch zu machen, oder bleiben wir einfach Generalisten? Nein, ich denke, wir bleiben Generalisten. Weil, wenn wir anschauen, zum Beispiel das Land Korea, die sind super in diesen Modellen zu machen. Die holen meistens oder sind vielfach ganz, ganz weit vorne dabei, sind Top-Favoriten bei den World Skills. Aber die selber kann man dann nicht mehr brauchen, um die Haie eine saubere TV-Decke montieren zu lassen. Die können effektiv nur gerade das Modell machen und nachher dann können sie nicht mehr viel. Und wir sind wirklich Generalisten, wir wollen alles können anbieten oder viel können anbieten. Wir wollen nicht einfach einen Spezialist, der nur dieses kann, sondern der sollte viele Sachen sehr individuell sein und so auch den Beruf attraktiv halten, dass man sehr viele verschiedene Fähigkeiten sich aneignen in dieser Lehre. Es hast du 12 Jungs, Mädchen fehlen immer noch, gell? Ja, es fehlt. Wobei man darf sagen, der Beruf Zimmermann war früher noch ein effektiver Männerberuf gewesen. Vom Umlupfen her, vom Würgen her. Und heute ist er wirklich offen für Frauen. Also wir nehmen sehr gerne Frauen. Wir denken, dass Frauen keinen Nachteil haben. Vielleicht gerade im Gegenteil. Frauen wären vielleicht ein bisschen wertgeschätzter auf einer Baustelle. Man geht vielleicht nicht so ruhig um miteinander. Aber ich denke, ich hoffe eigentlich schon, dass Frauen noch ein bisschen mehr Zimmerinnen lernen. Also ich kenne zwei, drei derartige, die Zimmerinnen gelernt haben. Das sind super Berufsleute. Und das sind auch nicht die Frauen, die man sich immer vorstellt, die irgendwie 2 Meter breit sind, 1,50 Meter hoch. Also ja, Frauen herzlich willkommen. Gut, okay. Und würde sicher auch Sinn machen, gerade wenn man so das Vorstellungsvermögen anschaut, das es jetzt wieder braucht. Apropos etwas zusammendrücken und würgen, man hat gesehen, es bringt einfach nichts. Besser zuerst ein bisschen studieren, dann gut das Ganze angehen und dann passt es am Schluss vielleicht auch zusammen, ohne dass man würgen muss und nachschlagen irgendwie, oder? Genau, richtig. Also zuerst einmal hier oben einschalten, dann vielleicht mal schnell einmal durchschnaufen und nachher dann anfangen zu arbeiten und nachher das Ganze wirklich mit System angehen. Dann hast du einfach nachher hinten raus viel ringer, oder? Du musst nachher nicht mit dem grossen Schlägel da drum herum prügeln und sieht nachher alles aus. Auf gut Deutsch gesagt, wie es eine gute Schnarre hatte. Es hat, ja, wenn es mal zusammen ist, sieht es einfach aus, aber ein bisschen zugeschaut von der Nähe. Es drückt noch, gell? Wenn man es einmal nicht hundertprozentig frischt, wenn man dann muss nachbessern, dann bessert man ein Rad noch, dann müssen wir ein anderes Rad wieder. Und am Schluss hast du eigentlich ein bisschen an Lotter gestellt. Also auch mit dieser ganz relativ einfachen Übung, die wir es hier gemacht haben, oder? Genau, dann fängt man ein bisschen an, was, wenn man einmal dort ein bisschen machen muss, dort ein bisschen annehmen, dann wird man ein bisschen abschätzen. Darum ist es wirklich so, dass man von Anfang an wirklich sehr präzise arbeiten muss, mit einem super gespitzten Bleistift dahinter, auf den 0,5 mm die ganzen Hölzer sauber anreissen und nachher dann natürlich auch bei der Bearbeitung super, wie wir sagen, auf den Riss arbeiten. Und nachher dann soll es im Endeffekt so sein, dass du, wenn du das erste Mal zusammenhebst, dass es nachher dann nicht passt und kannst abgeben und voll vorne dabei bist. Jetzt mal blöd gefragt, für die Competition ist das ja wirklich super. Da sieht man, was am Berufsmann auch kann und so weiter. Aber es ist also völlig von vorgestern, weißt du, mit CAD-Möglichkeiten und Computermöglichkeiten. Also, weißt du, etwas, wo man wirklich einfach heutzutage einprogrammiert und dann haut man sich die Maschinen rein. Ja, heute ist es natürlich so, ich selber mit dem Geschäft und ich selber viel CAD zeichne. Aber man muss den Background haben, oder? Das CAD-Zeichnen haben viele das Gefühl, ja, da geht nachher dann alles vollautomatisch. Aber du musst den Background haben. Ich meine, der Computer nimmt alles ein. Du kannst dort sehr viel machen drinnen. Und das Problem ist, wenn du dort drinnen irgendetwas zeichnest und automatisierst, was du von Hand nicht kannst, dann kommt hinten aus ein Zeich raus. Da siehst du auch in der Praxis raus viel. Viele zeichnen CAD. Und nachher haben sie aber das Background-Wissen gar nicht, haben das vielleicht noch nie von Hand gemacht. Und nachher kommt ein Seich raus. Dann sind sie noch ein Theoretiker. Letzte Frage, apropos Theoretiker, ja. Wird eine längere schwieriger, eine längere komplexer. Darum hat man ja den Beruf auch von 3 auf 4 Jahre angehoben, nehme ich an. Genau, richtig, ja.
Das heisst mit anderen Worten, jetzt 4 Jahre lang, oder weißt, muss ein Zimmermann dann einfach, wenn er wirklich will, Erfolg haben, vielleicht eben auch als Unternehmer einfach nachher noch etwas anhängen, eine Fachhochschule oder so irgendetwas? Also ich bin schon der Meinung, oder? Mit den 4 Jahren haben wir sicher eine gute Grundvoraussetzung geschaffen für unsere Holzbauer. Wir haben gute Berufsleute über, fähige Berufsleute, die eine praktische Erfahrung schon mit 4 Jahren Lehre und auch mit 4 Jahre lang in die Berufsschule, die über betriebliche Kurs gegangen sind. Also von dem her haben wir gute, oder gute Berufsleute. Aber sie müssen nachher, wenn sie Unternehmungen führen wollen, wenn sie nachher in die Projektleitung rein wollen, dann müssen sie nachher weitermachen. Dann müssen sie Vorarbeiter, Polier, Holzbautechniker, Holzbauingenieur machen, bis hin nachher zu einem Betriebswirtschaftsstudium, bis hin zu Holzbaumeister, wo sie nachher wirklich auch Unternehmungen führen können, wo man nachher dann, vielleicht als Unternehmensführer auch nicht mehr unbedingt der Oberspezialist sein im Fachtechnik, sondern man kann eine Unternehmung führen mit Mitarbeitern, Marketing und so weiter und so fort. Und natürlich muss im Endeffekt auch immer einen Unternehmensgewinn herausschauen, dass man das Unternehmen könnte weiterentwickeln und natürlich auch so die jungen Leute fördern. Da bringt dein Name natürlich mit, gell? All die Tipps, die es da gegeben hast, damit du nicht der schwarze Peter bist. Genau. Tipps von Peter Schwarz, gell? Dass man eben Zimmermann auch zu einem attraktiven Beruf machen, oder? Ja, ich denke schon, oder? Wir müssen natürlich einfach auch darauf schauen, dass wir als Unternehmer, als Lernungsausbilder, dass wir auch schauen, dass wir nicht die Lernenden einfach blöd gesagt versklaven und tagelang, wochenweise, monatelang nur Pharmazell anmontieren lassen, sondern dass wir effektiv eine sehr individuelle Ausbildung bieten können. Und da müssen wir uns schon am Riemen reissen, dass der Beruf Zimmermann attraktiv bleibt, dass wir nachher auch die richtigen Berufsleute haben, oder? Jetzt eine allerletzte Frage. Man muss sich inzwischen am Dach ja anschnallen. Die Zeiten sind völlig vorbei, muss ich sichern und so weiter. Ist Zimmermann immer noch ein relativ gefährlicher Beruf? Ich würde sagen, nein. Wenn man die sicherheitsrelevanten Sachen alle sauber einhalten, wie es jetzt auch die jungen Berufsleute machen, mit Gehörschutz arbeiten, mit Schutzbrillen arbeiten, wenn wir Spähabträge haben, wenn man sich hier am Riemen reisst, dann ist es kein gefährlicher Job. Wie du gesagt hast, wir sind auf dem Dach oben angebunden, wir haben Fallschutzeinrichtungen, wir haben von der SUVA her haben wir ganz klare Richtlinien. Und wenn wir die sauber alle miteinander so einhalten, dann arbeiten wir auch alle mit gleich langen Spiess. Das hat nicht einen Vorteil, der etwas nicht macht, aus unternehmerischer Sicht, dann ist es ganz ein sicherer Beruf. Klar, wir arbeiten mit Maschinen, die rotieren, das kann immer ein Seich passieren. Ein Bürojob, wo man sich vielleicht den Finger in den Maus einklemmt, das ist vielleicht weniger tragisch, wenn man mal den Finger halt irgendwo mit dem Hammer mal draufhaut. Das ist ganz klar. Also summa summarum, du bist völlig zufrieden mit deinem Beruf? Ich bin völlig zufrieden, ja. Ich will gerade sofort wieder lernen. Und ja, ich habe Freude daran. Ich habe Freude an den jungen Berufsleuten hier, wie die Elan zeigen in der heutigen, schnelllebigen Zeit, dass man hier überhaupt so junge Leute finden, die so coole Sachen machen mit uns. Genau.